Ah, Jan, guten Morgen. Sie bringen ein paar Sachen zum Verkauf? Ja, aber wie ich sehe, haben Sie hier schon eine ganze Menge. Man kann nie genug haben, Jan. Stumpi sagte, er hätte noch so einige Brettspiele, die ich haben könnte. Und die Tormanns bringen mir auch noch einigen Trödel vorbei. Gartenzwerge waren's. Na, das ist toll, nicht wahr? Aber die Sachen müssten abgeholt werden und ich, na ja, und wie Sie sehen können, bin ich total beschäftigt. Okay, dann mache ich das. Jan, Sie sind ein wahres Himmelsgeschenk. Ich danke Ihnen vielmals. Ich habe langsam keine Lust mehr. Immer wenn ich denke, an dir ist alles heil, bleibst du wieder liegen. Ich bitte dich hiermit. Noch einmal. Bitte, fahr endlich. Ist alles in Ordnung, Walter? Oh, ja, alles läuft bestens. Danke. Du bist nicht zufällig mal wieder liegen geblieben? Nein. Ich bin Mechaniker, Jan. So ein simples Fahrzeug bringt mich nicht aus der Fassung. Ich wollte gerade die Reifen prüfen, weißt du? 3 und 4. Ja, stimmt doch genau. 4, siehst du wohl? Hm? Gut, dann lasse ich dich jetzt allein. Bis später dann. Also, du hast eine allerletzte Chance. Danke, Jan. Das erspart mir eine Fahrt. Kein Problem. Herr Junker verlegt seinen Flohmarkt bestimmt irgendwann mal in die Stadt. Ich habe noch nie so viel Kremskrams gesehen. Du kennst ihn. Was er macht, das macht er richtig. Gut, ich muss noch zum Rosenwinkel und dann kann ich mir vielleicht selbst mal den Flohmarkt ansehen. Bis bald. Mach's gut, Jan. Lass es uns versuchen. Nur einmal, dass du anspringst. Für mich. Du bist ja immer noch da, Walter. Ich zähle gerade die Scheinwerfer, verstehst du? 1 und 2? Stimmt ja. Hab ich auch erwartet. Du bist sicher, dass es dir gut geht, Walter? Ich genieße die frische Landluft, Jan. Das ist alles. Aua! Oh, das hat wehgetan. Oh, jetzt reicht's mir. Endgültig. Ich hab die Nase voll von diesem blöden Wagen. Ich ruf Nicola an. Und dann werden wir dieses Wrack schnurstracks zum Schrottplatz schleppen, wo es ganz offensichtlich hingehört. Warte mal. Herr Junker macht bei sich doch einen Flohmarkt. Bringt ihn doch dahin. Irgendjemand wird schon Verwendung haben. Weißt du was? Das ist eine tolle Idee. Also, ich hab noch einen Auftrag, aber dann sehen wir uns da, ja? Ja, bis dann. Hallo, wie geht's, Emma? Ist der für den Flohmarkt? Ja, und ich hab noch 2. Hallo, Max. Dein Teddy soll doch nicht etwa auf dem Flohmarkt verkauft werden. Doch, das soll er. Du bist wirklich viel zu alt für einen Teddybär, Max. Aber er ist gar kein Teddybär. Er ist ein Superbär. Ich muss den Bär nicht unbedingt mitnehmen, Max. Nein, ist schon okay. Ich bin wirklich ein bisschen zu alt für ein Stofftier. Ich sorg dafür, dass er in gute Hände kommt, ja? Ich muss weiter, die Zeit läuft mir weg. Vielleicht sehen wir uns ja später auf dem Flohmarkt. Wiedersehen, Jan. Wiedersehen, Superbär. Den können Sie da aber nicht stehen lassen. Ich veranstalte einen Flohmarkt, Walter. Sehr richtig. Und nun haben Sie ein tolles Angebot. Ich habe mich entschieden, meinen Wagen zu verkaufen. Er könnte gutes Geld bringen, wenn Sie ihn irgendwo hinstellen, wo ihn jeder sehen kann. Nun, ich habe noch ein Plätzchen frei, und zwar da hinten. Ein Stück weiter weg, beim Silo. Wir kriegen Schleppi nie durch das Zeug dadurch. Ich sag Ihnen was, wir lassen ihn hier vorn stehen. Sie werden sehen. Die Menschen werden in Scharen kommen wegen dieses Schnäppchens. Aber ich... Nein. Sie müssen sich nicht bedanken. Sie würden das selber auch irgendwann einmal für mich tun. Also, Paps, das hier ist deine Sache. Ich muss jetzt zurück und arbeiten. Schon klar. Danke, Nicola. Aber es interessiert sich doch niemand ernsthaft für diesen Schrott. Das ist kein Schrott. Das ist ein wundervoller alter Wagen, der ein bisschen Zuwendung braucht. Und eine neue Tür. Hübsche Farbe, hm? Na, sind alle zufrieden? Ich bin erst zufrieden, wenn ich dieses Teil von hinten sehe. Wie viel kann ich für den nehmen, Jan? Sie wollen für diese Kiste auch noch Geld? Lass mich erst mal abladen, dann helfe ich dir, ein Preisschild zu malen. Wo soll ich's hinstellen? Die Zwerge zu den Gartensachen und die Spiele auf den Tisch da hinten. Und was haben Sie noch? Oh, was für ein niedlicher Teddybär. Na gut, das erinnert mich doch sehr an meine
Ja, wie auch immer. Teddybären zum Spielzeug, bitte. Okay, ich lass den Hänger erstmal in ihrer Scheune, wenn's recht ist. Vielleicht finde ich ja selbst ein paar Dinge und die kann ich dann später aufladen. Naja, ist gut. Vielleicht 200? Oder 50? Hast du dir einen Preis überlegt? Ich habe an 50 gedacht, Jan. Das wird er doch wohl wert sein, oder? Was hältst du von 20? Vielleicht hast du recht. 20. Hm. Und diese Würfel gibt's dazu. Ja. Na, das ist doch mal ein Angebot. Gut, lass uns ein Schild malen. Ah, hier bist du. Hallo, Emma. Was ist los mit dir? Du bist so traurig, seitdem Jan weggefahren ist. Ach, es ist nichts. Es geht um deinen Teddybären, oder? Du hättest ihn nicht zum Flohmarkt mitgeben müssen, wenn du es nicht gewollt hast. Ich weiß. Aber jetzt ist er weg. Und das war's. Nein, warte mal. Vielleicht können wir ihn zurückholen. Komm mit, wir reden mit Mama. Oh ja, wir holen ihn zurück. Ein Kunstwerk. Hoffen wir, dass es auch seinen Zweck erfüllt. Wir lassen es lieber noch ein bisschen trocknen. Dort können Sie es nicht stehen lassen. Ich möchte nicht, dass jemand denkt, mein wundervolles Gut wäre zu verkaufen. Alles klar. Ich finde schon ein Plätzchen, wo es trocknen kann. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch was Dringendes zu erledigen. Also bis später. Warte, Jan. Ich komme mit dir. Oh, hallo. Was für ein entzückender Flohmarkt. Und so viele Angebote. Nicht zu glauben, dass dieses schicke Ding da draußen so billig ist. Ich nehme es. Wenn Sie meinen. Oh Mann, da wird sich Walter aber freuen. Es ist absolut fantastisch. Das ist doch nicht zu fassen, Stumpi. Kaum zu glauben, dass ich irgendjemand für Walters Schrottmühle begeistern kann. Hm? Oh, was ist hier los? Entschuldigung, könnten Sie mir erklären, was Sie da machen? Ich habe gerade diesen Traktor gekauft. Aber, er spielt total verrückt. Sie haben meinen Traktor gekauft? Der kleine rote Traktor ist nicht zu verkaufen. Oh, eine Sekunde mal. Komm, beruhige dich, kleiner roter Traktor. Da liegt ein Missverständnis vor, fürchte ich. Tolle Neuigkeiten, Jan. Jemand hat meinen Wagen gekauft. Du hast doch wohl nicht das Verkaufsschild an den kleinen roten Traktor gelehnt. Nun, na ja, aber doch nur, damit es dort trocknet. Aber dieser arme Mann glaubt, er hätte den kleinen roten Traktor gekauft. Ich zittere immer noch am ganzen Leib. Sehen Sie es doch positiv. Sie haben ein echtes Schnäppchen gemacht. Sucht ihr vielleicht irgendwas Besonderes? Ein Teddybär. Eigentlich ist er ein Superbär. Wir haben ihn aus Versehen zum Flohmarkt mitgegeben. Ich habe gehofft, ihn wieder zurückzukriegen. Hier gibt's keinen Teddybär, fürchte ich. Den hat wohl schon jemand gekauft. Vielleicht finden wir hier ja irgendeinen anderen. Es gibt keinen Ersatz für meinen Superbären. Kann ich euch mit irgendetwas anderem eine Freude machen? Nein, danke. Ich gehe jetzt lieber nach Hause. Ist mir egal, was für ein Superschlitten das ist. Ich habe diesen Traktor gekauft. Aber diese Würfel gehören dazu. Oh, die sind wirklich entzückend. Ja, diese Würfel muss ich haben. Vergessen Sie den Wagen und den Traktor. Ich nehme die hier. Ah, Max, junger Mann. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ich fand, dass er ein bisschen einsam aussah. Also habe ich ihn für dich zurückgekauft. Oh, danke, Jan. Ich gebe Ihnen gern den Wagen zu den Würfeln dazu, hä? Nein, vielen Dank. Möchtest du mal was Besonderes, Jan? Ich hab schon was Besonderes, danke, Walter. Und das hat mich überhaupt nichts gekostet. Ah, das dürfte wohl genug sein. Es reicht auf jeden Fall für ein erfrischendes Bad, Flecki. Ich weiß ja, dass du das nicht magst, aber du fängst langsam an zu müffeln. Also, legen wir los. Flecki? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Er ist abgehauen. Warte mich, kleiner roter Traktor. Was macht ihr zwei denn da gerade? Ich muss versuchen, Max zu entkommen. Und ich spiele die Bestie von Plätscherbach. Ich dachte, ihr wärt zu jung, um von dieser alten Geschichte gehört zu haben. Das ist eine von unseren Lieblingsgruselgeschichten. Wir üben schon für unseren Zeltausflug. Wir erzählen uns nämlich beim Zelten immer Gruselgeschichten.
Ihr wollt zelten, was? Dürfen wir bei dir zelten? Mama hat uns erlaubt, wir haben sie gefragt. Solange sie weiß, wo wir sind. Also dürfen wir? Dürfen wir, Jan? Aber klar. Ich bin heute sowieso zu Hause, also wenn ihr irgendwas braucht oder Angst bekommt... Ich bekomme vor nichts Angst, aber Emma vielleicht. Ganz bestimmt nicht. Naja, kleiner roter Traktor und ich sind jedenfalls da, wenn ihr uns braucht. Toll! Danke, Jan! Gut, aber wo ist nur der Hund? Er kommt schon wieder zurück, wenn er Hunger hat. Komm, kleiner roter Traktor, ich brauche noch ein Video für meinen gemütlichen Abend. Fabelhaft, großer Blauer. Dieser neue Dunkstreuer funktioniert fantastisch. Kaum zu glauben, dass dieser stinkende Dunk so gut fürs Wachstum der Saat ist. Oh. Ein Feld haben wir fertig und eins noch vor uns. Das sollte man nicht tun, aber ich lasse den Streuer einfach an. Damit sparen wir eine Menge Zeit. Kein Mensch in der Nähe. Also los. Guten Morgen, Herr... Siehst du wohl. Ich kann nichts mehr sehen. Es ist alles in meinen Augen. Au, das macht es ja noch schlimmer. Herr Juncker, wenn ich Sie zu fassen kriege, dann... Brennnessel! Meine Hände! Oh, warum? Wir sind doch gleich zu Hause. Nein, das kann doch nicht sein. Das ist die Bestie von Plätscherbach. Und sie kommt auf uns zu. Wir müssen hier sofort weg. Oh, bitte, Rosti, bitte. Hör mal, wenn du dich jetzt nicht bewegst, sind wir das Mittagessen von dieser Bestie. Und du bist der Hauptgang. Oh, meine kleine Schönheit. Gut, lass uns hier abhauen. Yay! Klingt wie Rosti. Walter, bist du da, Walter? So, bitte, Jan. Jackie Schmahns neuester Film. Ich freue mich schon richtig darauf, den zu sehen. Da gibt's eine ganz tolle Szene. Da muss er auf einen fahrenden Traktor springen. Die Bestie! Ich habe die Bestie gesehen! Die Bestie von Plätscherbach! Ich habe sie gerade gesehen! Das ist unmöglich! Das ist doch nur eine alte Legende! Aber es gibt sie wirklich! Ich habe sie doch mit meinen eigenen Augen gesehen! Du wirst dich ganz bestimmt getäuscht haben! Ich gehe kein Risiko ein! Ich werde mich verstecken! Und du auch, Nicola! Komm rein in die Werkstatt! Nun mach schon, Rosti! Vielleicht hat dein Papst tatsächlich irgendwas gesehen. Ich werde mal nach den Kühen sehen, nur für alle Fälle. So, eine Ladung noch, dann müsste es reichen. Warte mal. Was in aller Welt? Nein, das kann nicht sein. Es ist die Bestie von Plätscherbach. Oje, ich armer. Gut, was muss ich tun? Ach ja, erst mal verstecken. Ich muss mich verstecken. Verstecken, bis es weg ist. Fahr los, großer Blauer. Hallo, Mädels. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Fahren wir nach Hause und sehen, ob wir den Hund endlich baden können. Merkwürdig. Warum lässt Stumpi Flitzer hier stehen? Wir sollten ihn lieber aus dem Weg ziehen, aber ich frage mich, wo Stumpi steckt. Hallo, ihr zwei. Was gibt's? Mama erlaubt uns nicht, dass wir heute Nacht alleine zelten. Walter hat ihr erzählt, er hätte die Bestie von Plätscherbach gesehen. Ihr wisst doch, dass es so etwas nicht gibt. Wir schon. Aber Walter hat immer wieder damit angefangen. So lange, bis Mama ihm geglaubt hat. Fragt doch einen Erwachsenen, ob er mit euch mitgeht. Ich bin sicher, dann wäre eure Mama beruhigt. Vielleicht. Ich würde ja mitkommen, aber ich muss endlich Flecki baden. Was haltet ihr von Herrn Juncker? Fragt ihn doch einfach. Na gut. Ja. Komm, kleiner roter Traktor. Wir bringen Flitzer nach Hause. Es war ein Monster mit zotteligem Fell und spitzen Zähnen. Ja, und es hatte Klauen.
Fell und Zähne und Klauen. Es ist sehr gefährlich. Hier, bitte. 2 Laib Brot und 10 Dosen Suppe. Wunderbar. Gut. Ich verschwinde, bis die Bestie gefasst ist. Ich nehme an, sie tun dasselbe. Bis dann! Der Junker hat recht. Komm, Nicola, gehen wir rein. Einer so schlimm wie der andere. Er sieht sehr beschäftigt aus. Lass ihn uns trotzdem fragen. Sollte es die Bestie sein? Es ist niemand hier. Verschwinde! Wir sind es, Herr Junker. Emma und Max. Oh, ihr zwei solltet nicht allein da draußen sein, solange sich diese Bestie in der Gegend rumtreibt. Hier ist keine Bestie, Herr Junker. Doch, natürlich. Geht sofort nach Hause und lasst euch unterwegs von keinem fremden Monster ansprechen. Ab nach Hause! Erwachsene sind wirklich komisch. Ich glaube es nicht. Kann's noch schlimmer kommen? Flecki! Flecki! Hast du denn inzwischen Flecki gebadet? Noch nicht. Ich muss ihn erst mal haben. Was hat der Junker zum Zelten gesagt? Er versteckt sich zu Hause vor der Bestie. Hört mal, ich habe da eine Idee. Wie wär's, wenn ihr hier auf dem Hof zeltet? Hier? Wir könnten euer Zelt hier aufschlagen. Das heißt, ich könnte sofort bei euch sein. Und wenn ich den kleinen roten Traktor direkt neben euch parke, kann er auch noch ein Auge auf euch werfen. Toll! Dann hörte man ein Kratzen an der Tür. Kratz, kratz, kratz. Und als die alte Dame die Tür öffnete... Was war das? Die Bestie von Plätscherbach. Das ist kein Spaß mehr, Emma. Da draußen ist irgendwas. Emma, die Bestie. Ja, na klar. Du hast recht. Und sie ist ganz dicht bei uns. Komm mit zum kleinen roten Traktor. Hilf uns, kleiner roter Traktor. Was? Was ist hier los? Der kleine rote Traktor hat die Bestie von Plätscherbach gefangen. Sieht aus, als wäre da wirklich etwas. Aber was? Stumpi? Oh, ihr glaubt nicht, was ich heute alles erlebt habe. Ich habe es heute sogar geschafft, Flitzer zu verlieren. Flitzer steht sicher zu Hause. Oh, was ist das für ein Gestank? Naja, ich glaube, das bin ich. Ich rieche ein bisschen streng. Wisst ihr was? Ich glaube, Walter hat dich übers Feld stolpern gesehen, Stumpi, und dich einfach nicht erkannt. Stumpi ist die Bestie von Plätscherbach? Der kleine rote Traktor hat uns vor Stumpi gerettet. Ha, dann hat er ja gute Arbeit geleistet, als er auf euch zwei aufpassen sollte. Das hat er richtig toll gemacht. Du bist mein Held, kleiner roter Traktor. Ich kann das einfach nicht verstehen, Jan. Die Vogelscheuche scheint die Vögel fernzuhalten. Aber jeden Morgen, wenn ich hier vorbeikomme, ist die Saat weggefressen. Vielleicht sind's gar nicht die Vögel. Aber natürlich sind es die Vögel. Die warten immer, bis ich nicht hingucke. Heute Nacht war ich mit einer Taschenlampe hier, hab aber keinen entdeckt. Heute Nacht? Aber Vögel sind... Jan? Bist du da? Hört sich nach Max und Emma an. Hallo, was macht ihr beiden denn hier? Wir wollen uns in Plätscherbach die Weihnachtsbeleuchtung ansehen. Jetzt schon? Es ist ja gerade erst der Herbst vorbei. Und rate mal, wer die Beleuchtung anmacht. Warte, lass mich nachdenken. Boombox Hammer! Ist das ein Mensch? Klingt mehr wie ein Werkzeugkasten. Oh Jan, er ist der Beste! Hörst du dir denn nie die Hitparade an? Wir dachten, vielleicht hast du Lust mitzukommen. Tja, ich bin sicher dieser Bim Bam... Boombox Hammer! Also sicher ist dieser Bumm oder wie er heißt toll, aber ich habe eine Menge zu tun. Nett, dass ihr gefragt habt. Okay, wir versuchen ein Autogramm für dich zu kriegen. Mach's gut. Bald. Ich glaube, ich werde alt. Ich kenne nicht einen einzigen Popstar mehr von heute. Wissen Sie, Jan, ich glaube, ich habe gerade einen wunderbaren Einfall. Damit muss ich Sie allein lassen, Herr Junker. Ich muss den kleinen roten Traktor aus der Werkstatt holen. Soll ich Sie hinfahren? Nein, danke. Ein kleiner Spaziergang wird mir gut tun. Also gut, ihr verflixten, saatfressenden Vögel. Max und Emma haben mich auf eine Idee gebracht.
Hallo? Ist ja ziemlich ruhig hier. Hey, was macht dieses Teleskop denn hier? Jan, wie geht's dir? Gut. Was willst du mit dem Teleskop? Hast du es nicht gesehen? Was gesehen? Das UFO! Ein Raumschiff? Ja! Ich hab heute Nacht blinkende Lichter am Himmel gesehen. Hell wie der Tag. Ich glaub, du wirst langsam wunderlich. Komisch, das hat Nicola auch gesagt. Wie kommst du darauf, dass ein Raumschiff Kurs auf Walters Werkstatt nimmt? Vielleicht wollten sie einfach nur tanken. Euch vergeht schon das Lachen, wenn in der Zeitung steht, der erste Mensch, der ein echtes UFO fotografiert hat. Der kleine rote Traktor ist fertig und läuft besser als je zuvor. Danke, Nicola. Er steht da hinten. Sehr lustig, Nicola. Entschuldige, Paps. Glaubst du wirklich, dein Raumschiff kommt heute Nacht wieder? Wenn es so ist, werde ich ein tolles Foto von ihm machen. Danke, Nicola. Ruf mich an, wenn du was entdeckst, Walter. Klar, mache ich. Komm jetzt, es gibt eine Menge zu tun. Hallo ihr, ihr wolltet euch doch die Weihnachtsbeleuchtung in Plätscherbach ansehen. Das ist leider abgesagt worden, schade. Boomboxhammer hat starke Halsschmerzen, darum kann er nicht dabei sein. Dann hat der Bürgermeister versucht, die Beleuchtung anzumachen, aber das hat nicht geklappt. Oh, darum seht ihr so traurig aus. Mal sehen, ob es mir gelingt, euch ein bisschen aufzumuntern. Aber du bist doch kein Popstar, Jan. Und du hast doch keine Lichter oder sowas. Stimmt, aber vielleicht habe ich dafür eine Überraschung für euch. Oh Mann, die Glühbirnen müssen durchgebrannt sein. Ich werde hier nie irgendwas finden, wenn ich kein Licht habe. Ah, warte mal. Na, so geht es doch. Heute kommen mir aber wirklich tolle Ideen. Gut, und jetzt müssen wir nur noch die Lichterketten finden. Ah, da sind sie schon. Oh, ist nur noch eine vorhanden. Wo sind denn die anderen geblieben? Es wird immer dunkler. Also gut, wie... Ja, Moment! In der Werkstatt haben sie sicher noch welche. Komm, kleiner roter Traktor, wir müssen uns beeilen. Walter schließt nämlich bald. Puh, jetzt hab ich alles. Du willst hier doch wohl nicht etwa die ganze Nacht in der Kälte sitzen, Papa? Ich hab was zu trinken, Nicola, und ein paar Brote. Mehr brauche ich nicht. Man sieht doch nicht jeden Tag ein UFO. Richtig. Die meisten Menschen sehen sie im ganzen Leben nicht. Hallo, so schnell wieder da? Ich hoffe, dass ihr ein paar Weihnachtslichterketten für mich habt. Ich möchte nämlich Max und Emma überraschen. Ach, du wirst es nicht glauben, Jan. Wir haben heute Nachmittag die letzten verkauft. Oh Mann, ich hätte sie noch heute Abend gebraucht. Herr Juncker hat sie gekauft. 5 Kartons, alle, die wir hatten. 5 Kartons Lichterketten? Was will er denn damit? Das weiß ich. Er wirkte übrigens sehr aufgeregt. Da, da ist es wieder. Was denn? Das UFO! Ihr wolltet mir ja nicht glauben, habt mich wunderlich genannt. Da, seht es euch selbst an. Merkwürdig. Es ist ein UFO! Wahnsinn! Ich wusste es. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es scheint irgendwie aus der Richtung des Gutshofs zu kommen. Wow! Du hast recht. Die Sache werde ich mir mal ansehen. Komm, kleiner roter Traktor. Schauen wir uns mal an, was da vor sich geht. Ach komm, kleiner roter Traktor, du bist doch kein Angsthase. Bis später. Wo ist meine Kamera? Wo? Schnell. Ich muss ein Foto machen. Ist ja komisch, das ist mir gestern Nacht auch passiert. Das müsste jetzt wohl funktionieren. Wo sind Sie, Herr Juncker? Ich bin hier, Jan, am Tor. Es mag Ihnen als eine seltsame Frage erscheinen, aber was machen Sie da? Ich habe Ihnen doch von der Vogelplage erzählt. Die habe ich jetzt mit einem Zaubertrick in den Griff bekommen. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Nun, die Vogelscheuche tut ihre Dienste während des Tages. Aber nachts hilft sie nicht. Und da fiel mir ein, wie die Kinder sich über die Weihnachtsbeleuchtung unterhalten haben und dachte, dass sie die Vögel mit Lichterketten nachts von der Saat fernhalten könnten. Ganz genau. Und wie Sie selbst sehen, kein Vogel. Herr Juncker? Ja? Vögel sind nachts sowieso nicht da. Sie schlafen. Schlafen? Ja, sie schlafen. Sicher schlafen sie, aber
Aber doch nicht die Eulen, Jan. Die sind nachts wach und fressen meine Saat. Mäuse. Eulen fressen nicht die Saat. Sie fressen Mäuse. Also, habe ich mein Feld völlig sinnlos beleuchtet. Tja, ich fürchte ja. Aber es sieht ganz wunderbar aus. Walter steht vor der Werkstatt und ist überzeugt davon, dass ihre Lichterketten ein UFO sind. Was bin ich für ein Narr? Ich habe 5 Kartons Lichterketten gekauft. Ist halb so schlimm. Ich kaufe sie Ihnen ab. Ich kann sie nämlich gut gebrauchen. Das ist ein Wort, Jan. Wenn Sie bitte niemand davon erzählen würden, von den Vögeln und dass Sie nachts schlafen und solche Sachen. Dafür wird's schon zu spät sein, Herr Junker. Sie haben die ganze Nachbarschaft beleuchtet. Ach. Ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich habe es ja selbst kaum glauben können. Ich habe noch nie ein ganzes Feld beleuchtet mit Weihnachtslichterketten gesehen. Das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. Ich habe 36 Fotos davon gemacht. Dabei ist Herr Junker sonst so ein helles Köpfchen. Ja, bei so viel Licht ist jeder ein helles Köpfchen. Wir sollten darüber nicht lachen. Herrn Junker war es richtig peinlich, als ich ihm erklärt habe, dass Vögel nachts schlafen. Und ich kann auch endlich wieder schlafen. Ich habe Emma und Max gesagt, sie sollen vorbeikommen zu einer Lichteinschaltzeremonie. Und dann essen wir selbst geröstete Kastanien am Lagerfeuer. So, alles fertig. Gut, danke für deine Hilfe, Walter. Jetzt ist alles bereit. Hallo, Jan. Wow, sieh dir all die Lichter an. Toll, wart ihr aber fleißig. Es ist alles bereit für die Lichtzeremonie. Ja, schaltet es an. Also natürlich werden wir diese Aufgabe unseren Ehrengästen überlassen. Max und Emma. Und jetzt alle zusammen. 3, 2, 1, los! Wow, sieht das toll aus. Danke, Jan. Haben wir gern gemacht. Und jetzt, wer möchte geröstete Kastanien? Ich! Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich habe noch eine Überraschung. Was für eine? Kommt her, ihr zwei. Ich habe noch eine Aufgabe für unsere Ehrengäste. Drück mal auf diesen Schalter hier. Wer braucht schon Bumbox-Hammer, wenn wir hier unseren eigenen Superstar haben?